Hi, ich bin Dev. Mann, gestern habe ich mich wieder total überfressen, voll der Lazy Day, nichts gemacht und ein Essen nach dem anderen reingeschaufelt. Das geht natürlich so nicht weiter, das muss heute wieder abtrainiert werden auf einer schönen langen Tour in diesem wunderschönen Bachtal. Was habe ich heute dabei? Wasserfilter und Beutel. Eine Mülltüte, eine große. Könnte sein, dass es heute regnet. Dann dient mir das als Wetterschutz. Erste-Hilfe-Set. Ein paar Schnurreste. Funkenstahl. Und mein Schweizer Messer. Das war's. Ja, wenn ihr Bock habt, dann kommt doch einfach mit. Wiesenschaumkraut. Gar nicht übel, kleiner Bachlauf. Ich gehe mal noch ein bisschen weiter nach oben, vielleicht finde ich die Quelle. Schönes, frisches, kühles Quellwasser. Weiter geht's. Es wird mal wieder Zeit für einen kleinen Snack. Ja, da ich mir nichts zu essen mitgenommen habe, muss ich mich halt unterwegs versorgen. Ende Gelände. Der Weg ist weg. Haufen Fliegen hier drin. Ja.
kleines Päuschen. Ich liege zwar diesmal sehr schlecht in der Zeit, weil ich nämlich ein bisschen später losgegangen bin, aber ich muss mal 5 Minuten relaxen. Ja, dieses schöne Fleckchen Erde war mein Ziel. Das ist ein Moor-Sumpfgebiet, ein Naturschutzgebiet, und wie ihr gesehen habt, führt da auch ein Steg drüber. Und da heute Sonntag ist, ist ziemlich viel los, deswegen verkrümel ich mich auch gleich wieder. Ich bin jetzt 15 Kilometer gelaufen, jetzt wartet der Rückweg auf mich, auch wieder 15 Kilometer, und da es schon nach 15 Uhr ist, gebe ich mal Gas. Jetzt ist erstmal Pause angesagt. Die letzten 1,5 Stunden habe ich richtig Strecke gemacht, richtig Vollgas gegeben, fast 10 Kilometer geschafft, aber jetzt glühen die Fußsohlen. Herrlich. Die Pause hat gut getan. Weiter geht's. Geschafft. 30 Kilometer. Ja, die Tour war richtig geil, hat richtig was hergegeben. Optisch war wunderschön an diesem Bachlauf. Es war ein bisschen anders als die letzten beiden Male, weil der Weg war praktisch ohne Steigungen. Es war wirklich easy going. Bin auch nur wenig querfeld eingegangen. Das hat man schon gemerkt, weil so bis 20, 25 Kilometer war ich noch ziemlich fit. Ich habe allerdings ab dem Rückweg ziemlich Gas geben müssen, weil mir die Zeit davon gelaufen ist. Ich habe so etwa einen Schnitt von 6 Kilometer pro Stunde geschafft in den letzten 2 Stunden und es hat böse geschlaucht. Also jetzt die letzten 5 Kilometer, war heftig. Ja, wenn ich nicht ganz so Gas gegeben hätte, hätte ich bestimmt jetzt noch 5 bis 10 Kilometer weiterlaufen können. Ich war wirklich noch fit. Vom Hunger war es auch kein Problem. Ihr habt ja gesehen, ich habe zwischendurch immer wieder ein paar Pflanzensnacks gegessen. Das hat zumindest den knurrenden Magen optimal bekämpft.
Ich habe nie Probleme irgendwie deswegen gehabt. Auch kreislauftechnisch oder so. Alles in Butter. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.